Komm, Basim. Ein Ordensmitglied ist zum Greifen nah, Basim. Und wie bei jenen zuvor und auch bei den künftigen wird der Tod El-Khuls gerecht sein. Dies ist ein Mann, der die Verzweifelten und Entrechteten ausnutzt. Und diese Gräueltaten werden weitergehen. Denn El-Khul ist nur ein Rädchen in einem größeren Getriebe der Zerstörung. Solange dieses sich dreht, ist es das erklärte Ziel der Verborgenen, es zum Stillstand zu bringen. Heute wirst du deine Hand, deine Klinge, in den Dienst dieses Ziels stellen. El-Khul mag dein erstes Ziel sein, aber nicht dein letztes. Daran glaube ich fest. Und an dich. Sei dir gewiss, dass du mich trotz meines Gleichmuts und meiner harten Lektionen beeindruckt hast. Die Präsenz des Ordens in Bagdad und darüber hinaus ist auf Treibsand gebaut. Solange du die Spitze unseres Speeres bist. Ich habe vor, genau das zu bleiben. Deiner Führung verbunden, Meisterin. Lauf nicht weg! Geschäftig wie ein Bienenstock. Komm, fasse die Prüfungen. Händler, Vieh, Karawanen von überall her. Und ich dachte, El-Anbars Märkte seien verworren. Wo Verwirrung herrscht, gibt es Chaos. Und Chaos kann Gelegenheiten bieten. Sieh, welche Möglichkeiten sich auftun. Sei bereit, aber geduldig. Und vertraue deinem Gefühl. Dort auf dem Balkon ist Mas'ud. Genau wie von Ali beschrieben. Ich sehe ihn. Nun geh. Benetze sie mit dem Blut des Gefällten. Ich komme zu dir, wenn es getan ist. Du wählst deine Grausamkeiten gut versteckt, El-Khul. Weil du die Unbedeutenden wählst, deren Schreie, wie du weißt, ungehört bleiben. Auf deinen Wink gruben sie, durch deine Hand starben sie und wurden wie Abfall weggeworfen. Und nur, um in der Wüste ein Artefakt zu suchen. Noch jetzt feilst du in der Sicherheit der Karawanserei um Fleisch. Deine Opfer sind meist in Ketten und ausgehungert. Es wird Zeit, dich einem freien Mann zu stellen. Komm, die Bühne gehört dir. Ich werde zusehen. Weise mir den Weg.
Ich weiß es nicht genau. Ein paar Wachen kamen und befahlen uns allen zu warten. Wenn es so weitergeht, sind wir morgen Abend noch hier. Was verzögert deine Abreise, Sadiq? Jemand namens Mesut hielt es für nötig, meine Waren zu begutachten. Also warte ich nun. Was glaubt er, wer er ist? Was hast du denn dabei? Ich frage nur, damit ich es für dich holen kann. Das würdest du tun? Es wäre mir ein großes Vergnügen, diesen Mann zu verärgern. Es geht um eine Kiste mit Seide und Gewürzen. Bereite dein Kamel vor. Ich sehe, was ich tun kann. Wenn ich diesen Händler zum Gehen bewegen kann, könnte sein plötzlicher Aufbruch El-Rul herauslocken. Hey! Es gibt Ärger, ich fühle es. Hey du! Zeit zu verschwinden. Was verzögert deine Abreise, Sadiq? Jemand namens Mesut hielt es für nötig, meine Waren zu begutachten. Also warte ich nun. Was glaubt er, wer er ist? Was hast du denn dabei? Ich frage nur, damit ich es für dich holen kann. Das würdest du tun? Es wäre mir ein großes Vergnügen, diesen Mann zu verärgern. Es geht um eine Kiste mit Seide und Gewürzen. Bereite dein Kamel vor. Ich sehe, was ich tun kann. Wenn ich diesen Händler zum Gehen bewege, ein paar könnte sein plötzlicher Aufpreis also wohl herauslocken. Wenn das so weitergeht, sind wir morgen Abend noch hier. Schnell weg hier. Also wieder lang.
lieber sicher als tot. دعنا لا نهدر وقتنا في ذلك. عندما أقرر أنني اكتفيت من الصخب سأتقاعد هنا ربما في ضوضاء الشرقية ثم سأجلس لمراقبة الآخرين وهم يجدون أنفسهم وأضحك عليهم. Seht mal, da ist er! Mach keinen Aufstand. Ja, du! Vielleicht ist er schon. Im Luka schockt von der Kion Jinder. Was? Ein Mord! Schlechter Moment. Dafür bezahlst du dich. Ruf die Wachen! Lass die nicht entwischen! Hey, er wird doch gesucht! Wachen! Hier! Ah. Nein! Eine Kiste mit Seide und Gewürzen. So viele davon kann es hier nicht geben. Sollen wir etwas für dich spielen? Ich weiß. Her, du Hund! Ja! Zwei Kugeln! Ein Moment! Ich hab dir nichts getan! Schön, gar nichts! Ich hörst du nicht los! Da! Kräftiger Geruch. Das muss die Kiste des Karawanenhändlers sein. Eine merkwürdige Sache. Möglicherweise gereicht mir das zum Vorteil. Ja.
Ist es das, was ich denke? Ist das deine Kiste? Ja, tatsächlich. Die Wachen haben sie dir gegeben? So könnte man sagen. Sehr gut, sehr gut. Ich muss dich entlohnen. Du siehst aus wie ein Mann, der gerne isst. Wie wäre es mit ein paar Gewürzen? Heute nicht, nein. Aber ich möchte dich bitten, lauthals deine Abreise zu verkünden, sodass Mas'ud es bemerkt. Ha, wir sind Brüder im Geiste. Ich danke dir, Sadiki. Weitermachen. Diese zwei Männer streiten sich laut, aber nicht laut genug. Wie könnte ich das steigern? Jemand sollte etwas unternehmen. Bleibt ruhig. Das wird El-Khul nicht verborgen bleiben. Komm raus und sieh zu. Hi, nicht wahr? Ich biete allen wiederkehrenden Was steht da draußen vor sich? Euer Rabatt. Hilfe! Mord! Halte den Mörder! Wo ist die Schorta? Er muss... Augenblick! Gleich ist es vorbei. Allah verfluche dich! Wende deinen Hass nach innen, Mas'ud. Deine Bosheit war es, die dich hierher führte. Bosheit? Wem gegenüber? Den Unerleuchteten? Den Schwächlingen, die ihr Los selbst wählten? Es ist unser göttlicher Wille, über sie zu herrschen. Unsere Pflicht, ihren Beitrag einzufordern. Ihren Beitrag wozu? Zu dem, was sein könnte. Das Wissen darüber ist unter diesem Sand hier vergraben. Manches sollte auch dort bleiben. Nein, 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 nein. Das sind Gaben, dazu bestimmt, geborgen zu werden. Sie sprechen zu uns, wie du sehr wohl weißt. Was? Oh ja, du magst ein Verborgener sein, aber nicht nur.
kommst mir bekannt vor. Nihal. Basim. Komm zu Sinnen. Die hartnäckige Suche El-Huls auf Kosten menschlichen Lebens ist beendet. Dies ist ein Tag des Sieges, nicht nur für jene, denen seine Grausamkeit erspart bleibt, sondern auch für die Verborgenen. Der große Plan des Ordens in Bagdad mag weiterhin ein Rätsel sein, aber zumindest sind wir nun sicher, dass die Rolle El-Huls entfällt. Ich glaube, was er bergen wollte, waren mehr seltsame Objekte wie jenes, das ich aus dem Winterpalast geholt habe. Was will der Orden mit diesen Relikten der Vergangenheit? Und warum werden sie so streng bewacht? Du beginnst, die richtigen Fragen zu stellen, Basim. Wir werden die Antworten gemeinsam finden. In letzter Zeit habe ich nichts als Fragen. Wovon sprichst du? Egal. Vergiss, was ich gesagt habe. Wie soll ich dich anleiten, wenn du nicht offen sprichst? Ich hatte mit Albträumen zu kämpfen. Darin wurde ich von einem Djinn gequält, bis ich panisch und schweißgebadet erwachte. In aller Mut hatte ich ihn fast vergessen. Aber als ich El-Ghul tötete, spürte ich wieder seine Gegenwart. Und ich kann mich nur fragen, warum? Warum hier? Warum jetzt? Warum ich? Ein Meer an Fragen und keine Antworten. Ich wollte es dir sagen, aber... Du hattest Angst, ich würde dich für willensschwach halten. Wir sind nur so schwach, wie wir es uns selbst erlauben. Um eine Schwäche abzulegen, musst du das Nötige tun, um die Ursache des Schmerzes zu überwinden. Erlaubst du mir eine kurze Pause? Ich will eine alte Freundin aufsuchen. Nihal, ich erinnere mich. Sie ist dir wichtig, nicht wahr? Ja. Doch in unserem letzten Gespräch sagte ich ihr das Gegenteil. Und das verursacht Schmerz. Also los, heile diese Wunde. Du findest mich im Bruderschaftshaus in Kharbia, wenn es geklärt ist. Ob das wirklich Nihal war?